Oh, weiter geht's. Wir sind jetzt hier vor der Parapsychologie. Da müssen wir jetzt auch hin und wir müssen ja Marshall finden. Immer noch. Sag mal, ist mir die Tür gestern hier nicht umgefallen? Ich dachte, habe ich die. Hier waren doch Kno. Wartet mal, hier waren doch. Kann man reden. Gestern hier so eine komischen roten Teile, ne? Da ich abgeschossen, die kam wieder. Lag es vielleicht daran, dass ich diesen. Na, gestern in diesem Raum war, wo ich hin sollte, Kommunikationsraum, die Viecher da erledigt habe und jetzt diese Knotenpunkte nicht mehr da sind? Anders kann ich es mir nicht erklären, weil gestern war der Raum noch zu. Und die ganzen Knotenpunkte, da war doch noch rot. Na gut. Umso besser ist, jetzt kommen wir ja endlich mal ein bisschen weiter. Hoffentlich. Sie ist in Gefahr. Ich muss zu ihr. Ja, wir sind ja gerade dabei. Sie ist in Gefahr. Ja, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Ganz hier chillt. Hä, wie kommen wir denn nicht weiter, Freunde? Ach so. Und ey, sag mal! Mann, bögt die doch mal! Ey, sag mal, verarschen? Kurze Pause. Pause vorbei. Aber irgendwie geht mir das schon ein little bit auf den Sack, wenn, wenn ich immer noch mal da, komm mal hier nochmal hoch. Ach ja. Wenn ich noch mal. Da oben am Fahrstuhl noch mal darunter gehen muss, ey. Und dann begegnen mir wieder 100.000 Leute. Warum kriegt der ja nichts? Ja, ich hab den doch voll getroffen. Hier, Feuerlöscher in den Kopf. Wow. Ja, schon wieder sei tot. Ach ja, ich hab ja auch ein Schutzschild, der ist mir gerade eingefallen. Oh. Vergesse ich immer. Nein, ich hab doch ein Schutzschild. Andere Seite. Boah. Na, na, na. Wow! Oh, hat er wieder erschrocken. Oh, Schreck, ey. Nee, ich sterbe jetzt wieder, kriegt die Krise. Ein paar blaue Punkte, Leute.
Luft doch mal weg, ey. Warte, hopp. Oh, endlich Ruhe. Warte mal, hier ist irgendwas, weil das ist sowas zum Leisen. Notruf zur Satzbemerkung. Heimtresor. Isolationsprozedere. Kein besonderes Prozedere nötig. Parautilität. Das Objekt ist ein Heimtresor der Marke Guardhaus. Gewichtsmessungen fallen unterschiedlich aus. Farbe ist grau. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Parautilitarian telekinetisch Gegenstände und Schutt aus der Umgebung anzuziehen. Das Objekt ist derzeit an gebunden. Hintergrund, das Objekt wurde im Keller eines Hauses in Ohio gefunden und gewann schnell das Interesse bestimmter Online-Foren, die dem Öffnen verlassener Tresore gewidmet sind. Nach monatelangen vergeblichen Versuchen probierte der Besitzer, ihn mit Sprengstoff zu öffnen. Das Objekt überstand es unbeschädigt. Agenten der Behörde wurden losgeschickt, nun überzeugt von seiner paranatürlichen Natur. Hey, ich war noch nicht fertig. Da ist doch noch was. Hallo? Ach so. Von Zeit zu Zeit tritt Blut aus der Naht um die Tür des Objekts aus. Tests bestätigen, dass das Blut nicht menschlich ist. Röntgenaufnahmen des Objekts zeigen, dass darin etwas gefangen ist. Die Aufnahmen sind aber immer verschwommen, was darauf hindeutet, dass sich der Inhalt des Objekts bewegt. Alle Versuche, das Objekt zu öffnen, verliefen bisher... Weiß ich nicht. Kann ja nicht runterscrollen. Ist ja blöd. So, Notruf zu Satzbemerkung. Nicht verfügbar. Details, Trends, kalifornischer Notrufdienst. Bitte sagen Sie mir, was passiert ist. Stimme, hallo? Hallo? Ich bin hier. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören, Ma'am. Wo sind Sie? Stimme. Ich bin M. In der Leitung. Ich habe mich verirrt. Ma'am, haben Sie heute Abend Alkohol zu sich genommen? Stimme. Ich habe das Gefühl, dass ich durch die Leitung gezogen werde. Zu Ihnen. Bitte legen Sie nicht auf. Wenn Sie auflegen, bin ich vielleicht weg. Was meinen Sie mit weg, Ma'am? Weg? Bord? Raus? Okay. Und können Sie Ihre Umgebung beschreiben? Unbekanntes Geräusch. Ma'am? Hallo? Ma'am? Anmerkung. Der Notrufmitarbeiter versuchte, die Nummer zurückzurufen, doch der Anschluss existierte nicht mehr. Oh nein! Geht hier nur ab. Guck mal, da sitzt ja jemand. So ein Zischer oder was? Im Rotlicht. So, gesund. Rotlicht ist. Also, ich meine, Rotlampe, Rotlichtlampe. Also, Rot. Also, Licht von der Rotlampe, nicht das andere Rotlicht. Okay. Dann weiter geht's. Oh, ich habe endlich einen Kontrollpunkt gefunden. Juhu. Wie bei einem Eisberg ist nur der kleinste Teil davon sichtbar. Dennoch ist dieser Ort lebenswichtig für die Arbeit der Behörde. Die meisten Informationen über die Astralebene sind geheim, doch eine Übersicht ist möglich. Stets im Bewusstsein, dies sind enorm komplexe Systeme. Und Simplifizierung wird sie uns nicht näher bringen. Nun, der Weiße, nicht braun. Kopfstehend, die schwarze Pyramide. Neue Behörden. Der Ort, alles eins. Eng gebunden ans älteste Haus, an seinen Direktor. Den Prozess seiner Ernennung und an alle Objekte der Macht und den, der sie kontrolliert.
Sagt er doch was? Nee. Wer fließt durch die Zeit? Oh. Aha, aha. Was ist das hier? Ein Diagramm oder? Ach so, so eine. Hier diese. Das sieht so aus wie diese Dinger, die ich mal überqueren will, wenn ich eine neue Kraft freischalten muss. Und zwar haben wir was Neues hier. Ausstellung über die Astralebene. Die Ausstellung über die Astralebene sollen Astralnauten ursprünglich als Trainingsbereich dienen. Dort sollten sie sich an die Umgebung der Astralebene gewöhnen, bevor sie in die echte eintauchten, meine ich. Die Ausstellung hätte bisher werden können. Besser werden können, mein Gott. Aber war zu knauserig mit dem Budget. Als wir allerdings entdeckten, funktionierten wir den Bereich um. Ähnlich wie Zus hoffen, durch vertraute Umgebung das Wohlbefinden ihrer Tiere zu beeinflussen, hoffen wir, das Verhalten von in einer Umgebung beobachten zu können, die seiner Heimatdimension gleicht. Bisher hat er alles zerstört, was sie in seiner Nähe gelassen haben. Aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Zusatzbemerkung: Für das als Astralstache bekannte Astralwesen wurden neue Nomenklaturen etabliert. Überholte Termini in diesem Bericht wurden ediert. Wo war das jetzt? Ah ja, das haben wir auch sehr gehört. Alles Schläge. Anfangs dachten wir, die Welt der Astralebene wäre subjektiv. Aber das stellte sich rasch als falsch heraus. Es ist ein realer Ort, kein Gedankenkonstrukt, obwohl wir sie in unserem Geist betreten und erleben. Aber dasselbe könnte man über die Realität auch sagen. Wir konnten Aufzeichnungen von der Astralebene machen, indem wir die Gehirnaktivität jener aufzeichneten, die sie erlebten. Das ist das einzig Greifbare, das wir von den Expeditionen in die Astralebene zurückgebracht haben. Mit einer schockierenden Ausnahme. In den Aufnahmen der Astralebene sind wir immer nahe der Pyramide. Daraus schließen wir, dass nur dieser Bereich vom Rad kontrolliert wird. In der Distanz konnten wir Bewegungen, einheimische Rassen sehen. Und doch haben sie Kontakt geschlossen. Wegen technischer Probleme haben wir keine Aufnahmen. Doch bei der Rückkehr eines Astralnauten hatte sich eine Gehirnwolke in seinem Kopf versteckt. Sie brach heraus und tötete den Patienten. Es ist ein gnadenloses Raubtier. Er verfolgt Gedanken, Gehirne und tötet jeden, an dem es sich nähert. Bei Kontakt müssen strenge Isolationsprotokolle eingehalten werden. Mhm. Ah, von hier bin ich rein, muss ich hier lang. Ich kann gar nicht glauben, dass sie dieses Ding hier halten. Was soll ich jetzt da machen? Oh, Ruhe. Oh ne, muss ich die besiegen? Oh oh. Ich dachte, ich soll die Uschi jetzt hier von dieser... Ich glaube, ich musste was mit den Kisten machen. Frag mich aber niemand. Oh, Hä, was soll ich denn jetzt hier tun?
wieder was werden hier. Na, warum soll ich das denn da drücken? Ich sehe keine Löcher hier. Ah. Ah. So, die sind schon mal dran. Wow. Scheiße. Ach, ich mach's nochmal. So, jetzt machen wir es nochmal. Ich muss nur gucken, wo nochmal die diese... Was hat hier zu tun? Na, da sind die Dinger drin. Oh, hat die den gesagt. Ach, warte mal, muss ich den da warte mal. Warte. Ich hab eine wunderschöne Idee. Ich glaube, ich muss den irgendwo da gefangen halten, damit ich da durch kann, oder? Dann nein. Und dann rechtzeitig. Warte, ich muss das Ding mal wieder aufmachen. Nee, das Ding wieder aufmachen. So. So, jetzt komm mal rein hier, du Kohl. Komm her. Was hat die Behörde mit dem Ding gemacht?
doch, verdammt, wir brauchen hier unten Verstärkung. Hey, komm ja schon, ich muss mich erstmal mit diesem Ding hier beschäftigen. Marshall, sind Sie noch da? Oh, schon wieder. Wow, der hat sogar so ein Schutzschild. Was steht da? Tisch verbinde, heilen andere Gegner. Oh. Ey, ist doch nicht wahr, oder? Ich musste viel da nochmal einsperren. Krieg eine Krise hier. Oh, Video geht ja auch schon wieder 21 Minuten. Ja. Ah, whoops, habe ich vergessen. Ich habe erstmal diese Kugel da Tisch verbinde. Das war die Tisch verbinde. Ja, ich einfach zerstört. Damit die anderen nicht heilen können. Oh, jetzt warte ich mal kurz. Nee, warte nicht kurz. Schön Action hier. Oh, jeder. Schön, einer auf den Sabalatz. Wow! Geht's noch? Diese Raketen sind aber auch scheiße, oder? Ich bin ja schon wieder halb tot. Ich hätte gewusst. Boah, da sind ja auch noch welche. Alter, Alter. Schöne Bewegung bleibt, das ist das Beste. Oh. Lad doch mal schnell auf hier, Mann. Jetzt. Mann, trifft keine Uni. Jetzt sind die. Jetzt sind die, die sich aufladen. Ach, die Kugeln da. Mann, ey, treff doch mal, Bitch. Ja, geht doch. So, erstmal wieder aufladen hier, entspannt.
Alter! Mann, ich war so knapp, ich kann nicht mehr. Manchmal bringt das Spiel mich echt zum Verzweifeln. Und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Das hasse ich. Jetzt muss ich wieder dahin laufen und alle wieder da zertrümmern, die. Oh, Leute, ich melde mich dann, wenn ich das erledigt habe. Sonst wird der zu einseitig. Ist doch langweilig, oder was? So, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Freunde. So, jetzt muss ich erst einmal gucken, wo ich hier überhaupt lang muss. Oder beziehungsweise, was ich hier noch alles lesen muss. Ein gefesseltes Publikum, ja, das weiß ich nicht, ob die. Seid ihr gefesselt, Freunde? Okay, Club der Herr, aber was? Wo war das jetzt hier, ne? Ja. Nee. Hä, wo war das jetzt zu lesen? Ach, hier. Das hat man auch schon. Hä, wie sehr dick wurde zu lesen war, keine Ahnung. Gruppendenken. Diese Studie setzt die Arbeiten von Irving Yannis, Robert Barron und anderen fort und stellt einen starken kausalen Zusammenhang zwischen Gruppendenken und der passiven oder aktiven Verwendung von Telepathie vor. Um diese Verbindung zu beweisen, hat die Parapsychologie-Abteilung Varianten der ursprünglichen Konformitätsexperimente von Solomon Asch mit einem telepathischen Individuum als Testsubjekt durchgeführt. Daraufhin wurde mit umfangreichen qualitativen und quantitativen Daten aus diesen Experimenten eine telepathische Interferenz innerhalb der Gruppe identifiziert. Weitere empirische Ergebnisse scheinen darauf hinzudeuten, dass Maßnahmen als Schutz gegen telepathische Verhaltensbeeinflussung ergriffen werden können, indem kühn gesagt wird, diese Handlung Jahrzehnte von Gruppendenken, Theorie revolutionieren und neue Wege für weitere Experimente mit dem Verstand erbringen, darunter die Manipulation von so und so und so und so. So. Ja, ich vermute mal jetzt stark. Okay, das ist immer noch rot. Hä? Hier ist ein Knopf. Aber da komme ich gar nicht rein. Ach doch. Könnte ich da rankommen? Nein! Die Treppe hochsteigt, bleib doch mal da! Ach so. Ich dachte, wäre ein Knopf hier. Zum Aufmachen oder so. Hm. Auch noch was zum Lesen. Bitte, Mann, ich habe jetzt keine Lust zu lesen. Ich muss die Folge hier zu Ende bringen. Ich habe Lust jetzt hier doppelt zu. Wo muss ich denn jetzt hin, Mann? Auch noch was. Bonus, Lab. Zeug nicht jetzt ja nicht machen. Nein, natürlich nicht. Wie setze ich wohin? Oh, okay, ja nicht mitgekriegt hier. Oh. Dafür sind wieder 5 Minuten. Ja, schon wieder 30 Minuten. Wir stießen auf starken Widerstand. Werden uns zur Glücksabteilung zurückgeführt.
einsammeln.